guten Abend. Digitalisierung und Kommunikation ist das Thema für meinen Vortrag heute. Als Thema bei Hexagon natürlich hochaktuell. Im ersten möchte ich erklären, was bedeutet Digitalisierung für Hexagon. Im zweiten dann, was sind konkrete Auswirkungen, die wir gesehen haben. Zur Einführung, Hexagon generell sehr breit aufgestellt. Auf der rechten Seite, wie Sie sehen, der Geospatial Enterprises Bereich. Das ist da in der Region sehr stark bekannt vom Geosystems-Bereich, das Leica Geosystems ist, mit dem Hauptsitz in Heerbrugg. Das reicht über das Computer-Aided Dispatching da unten. Also wenn Sie in Chicago 911 anrufen, dann läuft das über ein Hexagon-System. Geht über die Minenwelt in die Landwirtschaftswesen in Südamerika bis hin zu Komponenten für selbstfahrende Autos. Auf der linken Seite sehen Sie die Industriemesstechnik und die Industrial-Anwendungen. Das sind einerseits Industriemessmaschinen, auf der anderen Seite dieses digitale Abbild von Bohrinseln, Kraftwerken, Öltankern. Der Innovation Hub ist wir sind im Konzern direkt angegliedert. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, genau neue Technologien, IoT, Software, auch künstliche Intelligenz in die gesamte Palette der Produkte und Märkte reinzubringen und die einzelnen Produktteams zu unterstützen, zu beschleunigen und dort die Kompetenzen aufzubauen. Was heißt Digitalisierung für Hexagon und auch für Leica? In einfachen Worten, die reale und die digitale Welt zu verschmelzen. Das bedeutet, wenn wir da das Haus bauen, der Raum da herinnen, dass alles, was irgendwo mal physisch verbaut wird, digital vorhanden ist, kontrolliert werden kann und über den Lebenszyklus bestehen bleibt. Das bedeutet, mit dem breiten Portfolio, das wir haben, an Sensoren, das in eine digitale Welt zu bringen, dort auf Basis der Daten Entscheidungen abzuleiten und die dann wiederum in die physische Welt hinausbringen. Das Ziel für uns ist ganz klar, dort in die Richtung autonom verbundene Ökosysteme zu gehen. Was das konkret heißt, ist genau dieser Zyklus, der vorher beschrieben ist, so weit zu bringen, dass es auf der einen Seite unterstützend für den Menschen in der Arbeit die Arbeit effizienter gestaltet, aber eben auch zusätzlich auf Basis der Daten Dinge ermöglicht, die einfach bis heute noch nicht möglich waren. Was ist ein konkretes Beispiel davon? Gerade am 24. Januar konnte man wieder ein Produkt in diesem Bereich lancieren für ein Hexagon Mining. Sie sehen es, Hexagon Mine Operate Asset Health. Im Grunde ist es so, dass diese Caterpillar Mining Trucks, wie sie in den Minen fahren, die sind die Größe von 2-3 Einfamilienhäusern. Sie können damit Sensoren ausstatten. Es werden dort vor allem Zustandsüberwachungen gemacht. Sie können sich vorstellen, wenn jetzt der einen Ausfall in einem Bremssystem hat, dass man da nicht einfach neben Ort gehen kann und sich eine neue Bremse kaufen und tauschen. Und die Herausforderung dort war auf der einen Seite, das ist so eine Art Verkehrsleitsystem. Im Zuge vom Projekt sind wir aber dann raufgekommen, haben herausgefunden, Daten sammeln, aufbereiten, auswerten, dass wir mit einer Genauigkeit von 70% Fehler im Bremssystem 1 bis 5 Tage voraussagen können. Gegenprobe dazu, auch die sogenannten False Positives, also der Nutzer wird nicht von Warnungen überflutet, sondern das befindet sich im Bereich von 0,2% damals in dem Pilot, also sehr zuverlässig. Was ist der Mehrwert für einen Kunde? Wenn er so einen Truck stehen bleibt mit einem ausgefallenen Bremssystem, dann steht die Mine. Man kann nicht mehr sprengen, man kann nicht mehr transportieren. Es muss ein Abschleppwagen für so einen Caterpillar-Truck, gehe ich auch nicht gerade unbedingt nebendran. So geht es um sehr viel Geld und das war relativ ein erfolgreiches Projekt. Nun, wie kommt es zu so einem Projekt? Ganz klar, am Anfang steht natürlich immer, es gibt die Variante 1, die wir sehen. Wir wissen das Problem, haben aber keine Daten. Dann gibt es die genauen Gegenbeispiele. Wir haben viel Daten, möchten aber gerne wissen, was für Problem können wir da lösen für den Kunden. Und da wird es dann kompliziert, 3 bis N, der Mittelweg. Wir haben ein Problem im Kopf, da sind ein paar Daten, ergibt sich da was. Jetzt kommt natürlich dann der Anspruch ganz klar, wie schaut es mit dem Businessplan aus? Markt, ist die Rentabilität gegeben, die Ressourcen, Zeitplan, rechtliches. Sehr schwierig abzuschätzen im Vorhinein. Das heißt, man geht ein kontrolliertes Risiko ein und muss das über die Zeit einfach schauen, wie man das bewältigt. Kurzum, in diesem sogenannten Blueprint, wie wir den sehen, ist auf der untersten Ebene erstens einmal die Maschinen verbinden, Daten zu sammeln.
In der zweiten Ebene dann das dem Nutzer, den Kunden, aber uns als Unternehmen zur Verfügung stellen. Und im dritten Schritt dann über Machine Learning genau diese Insights rauszubekommen, diesen Mehrwert zu generieren. Über den Daumen gebrochen, ungefähr unserer Erfahrung nach 80% der Investitionen sind 1 und 2. Wenn Sie die Daten haben, Machine Learning drauf, Sie brauchen die Kompetenzen, die haben wir bei uns in Heerbrugg. Der Aufwand ist in der Regel überschaubar, aber kritisch wird es da unten. Was heißt das jetzt für die Kommunikation? Wie kommt es zu so einem Projekt? Um Ihnen einen kurzen Einblick zu geben, das Team vom Innovation Hub und auch das Team, das ich leite, wo die stationiert sind, ist sehr global. Das geht von Hyderabad bis Kalifornien. Und die Hauptentwicklungszentren in Heerbrugg hier in der Schweiz und in Huntsville in Alabama. Da kann man natürlich nicht einfach auf einen Café gehen und sich unterhalten oder mit Gesten oder so, wie wir jetzt da sind, über Blickkontakt einfach sich unterhalten, sondern das hat enorme Herausforderungen, speziell wenn Ergebnisse teilweise nicht bekannt sind. Jetzt ist es so, klassischer Ansatz bei so einem Projekt ist natürlich klar, gut, wir wissen das Problem, schauen wir mal, was für Daten wir kriegen. Wir laden zum Kickoff ein. Das ist dann irgendwo in einem Hotel für 3-4 Tage, eine straffe Agenda, es gibt zig PowerPoint-Folien, mehr Monolog als Dialog und am Ende von den 2 Tagen sind dann alle mehr oder minder gesättigt, sei es wegen dem Essen oder der Information, die man bekommen hat. Es gibt diesen formalen Handshake, jawohl, wir schaffen das, wir lesen jetzt dieses IoT-Projekt und dann geht es zurück im Projektalltag, bis es irgendwann kriselt. Und dann ist die Frage, okay, warum, wie sind wir da hergekommen, können wir die Ziele erreichen? Jetzt haben wir vor 2 Jahren diese Entwicklung in den Ansätzen mitgemacht und haben dort uns eigentlich Gedanken gemacht, wie können wir das aktiv angehen in der Kultur selber bei uns im Unternehmen und in der Kommunikation gerade überwiegend. Wird eben genau in solchen Projektumfeld das Wesentliche berücksichtigt. Eine der Herausforderungen, aber gleichzeitig eine Stärke ist diese globale Interaktion. Das sind verteilte Teams. In so einem Projekt, speziell für Mining, war das, dass wir am Anfang eigentlich so eine Art Flottenmanagementsystem mit Verkehrsleitsystemen haben. Jetzt können wir Bremsfehler voraussagen. Wie kommuniziert man solche Änderungen im Projekt? Transparenz ist ganz klassisch eines der höchsten Credos, die wir haben. Alles, was gemacht wird, alles, was einzelne Entwickler machen, muss in jedem Fall zu jedem Zeitpunkt transparent sein, damit man die Erwartungen gegenüber so einem Projekt managen kann, damit man auch die Erwartungen gegenüber Pilotkunden ganz klar darbieten kann. Was können wir, was können wir nicht und was wissen wir nicht? Das ist eines der obersten Ziele, damit letzten Endes einfach kontrolliertes Risiko eingegangen werden kann, aber auch konsensual entscheiden können werden kann, okay, wir stoppen das jetzt, weil und so weiter. Das, denke ich, ist die Erkenntnis, die wir gehabt haben. Im nächsten Schritt ist es dann, okay, wir kommunizieren jetzt viel. Das heißt, wir schreiben einfach mehr E-Mails, es kommen mehr Leute aufs CC, damit das E-Mail wichtiger wird. Natürlich begibt man sich dann auf Reisen, das ist sehr gut, das Alltagsgeschäft leidet dann natürlich drunter und wir machen viele Meetings, damit möglichst viele Leute immer wissen, was läuft. Mit diesen verschiedenen Zeitzonen endet es dann irgendwo da, dass man entweder um 4 Uhr in der Früh aufsteht oder bis um 11 Uhr am Abend im Büro ist, weil es genau zu irgendwelchen utopischen Zeiten alle Leute zu meinem Tisch zu bringen. Das bringt langfristig sehr wenig Erfolg. Das kann man aus eigener Überzeugung sagen. Was wir jetzt dort angefangen haben, genau speziell in diesen Projekten, ist, E-Mail ist ein Medium zur formalen Kommunikation. Das bedeutet, wenn ich irgendwo eine Freigabe brauche für Anschaffung von Komponenten, die Kommunikation innerhalb von Team wird nicht mehr per E-Mails gemacht, sondern nur noch per Chat. Das sind Tools wie Microsoft Teams oder Slack oder wie sie alle heißen. Ganz essentiell. Warum? Eine E-Mail ist keine Konversation. Das ist absolut nicht der Fall. Das darf man nicht vergessen. Das zweite ist die Cloud. Sämtliche projektrelevanten Dokumentationen sind zentral für alle im Projektteam zu jeder Zeit ersichtlich und einsehbar. Das heißt, zu jeder Zeit weiß jeder, was wo läuft. Das ist ein großer Wandel für viele. Da geht es dann gleich, ach, jetzt wäre ich gläsern, ich bin ersetzbar. Naja, irgendwo sind wir das alle, zumindest in dem Bereich, wo wir sind. Und, aber es bringt nichts, Informationen vorzuhalten, im Gegenteil. Calls ist das, wo wir gesagt haben, statt Meetings, das braucht ein bisschen in der Einführung, aber wenn man dann sagt, okay, wir
schauen jetzt nicht, dass wir von 8 bis 18 Uhr irgendwo Meetings haben, sondern schauen, dass wir die mal grundsätzlich loswerden, sondern eher probieren, individuell über Videotelefonie zu arbeiten. Warum? Eben Gestik. Und man kann sich wirklich austauschen. Im Meeting mit 12 Leuten, da wird auch gar nicht groß kommuniziert. Maximal gestritten oder es gibt einen Monolog. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Und letzten Endes, den Takt, den wir vorgeben, ist die sogenannten Stand-Ups. Das sind 10 Minuten am Tag, wo sie alle treffen. Man sagt in aller Kürze, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute. Alle wissen, was alle anderen im Projekt machen. Wenn es dann Bedarf gibt, weiter dort Informationen einzuholen, macht man das im Nachgang in einem Call, nicht in einem Meeting. Dort ist es eben das Essentielle dran. Warum das Ganze? Ja, es geht auf Vertrauen. Es geht das Vertrauen von den Leuten im Projektteam gegenüber den anderen. Es geht auch gegenüber dem Kunden. Der ist sicher, man arbeitet dran, man ermöglicht es. Und auch gegenüber natürlich unserem Management, dass man sagen kann, okay, wir haben das und das gemacht, das ist der Stand und das ist die neue Art und Weise, wie wir Probleme angehen. Noch ganz kurz zur Kommunikationsbandbreite. Wenn man sich das auf der linken Seite anschaut, was erachten wir als hoch, eine hohe Kommunikationsbandbreite und was ist niedrig? Wenn man sich das anschaut, physisch treffen, Vier-Augen-Gespräch natürlich am effizientesten. Es gibt dann die Videotelefonie, Telefonanrufe, Textnachrichten, E-Mails und irgendwo einen zentralen Datenspeicher. Ein Kindheitskollege von mir, der arbeitet beim Schutz und Rettung Zürich und die arbeiten dort, ist wahrscheinlich bekannt, mit einem ganz einfachen Konzept für die Kommunikation, Close the Loop. Was heißt das? Ich als Fragender stelle eine Frage und der sie antwortet, wiederholt die Frage quasi in dem Kontext, wer sie verstanden hat und bestätigt damit, dass sie verstanden hat. Und es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass er es verstanden hat. Das ist ein ganz einfaches Konzept, das dort seit Jahren im Sanitätswesen eigentlich gang und gäbe ist, aber in der Unternehmenswelt irgendwo ein bisschen unter die Räder kommt öfters. Und das ist bei uns gerade mit den verteilten Teams eigentlich eine der größten Regeln. Und wie Sie es gerade sehen können links, mit E-Mail wird da nicht viel passieren. Da ist eher wenig möglich, sondern es geht über Telefonanrufe zum Teil, aber eben genau im oberen Bereich. Was heißt es dann zusammenfassend für uns? Bewusst kommunizieren ist das Credo, wo wir effektiv jetzt machen. Bewusst heißt, nicht blanko zu Meetings und Besprechungen einladen. Brauche ich die Information genau jetzt? Wenn ja, kann ich die Person nicht gleich direkt anrufen. Zweitens, die Einführung von so einem Paradigma gilt es wirklich stark zu überdenken, nehme ich den strukturellen Ansatz, das heißt, von heute an gilt diese Regel, es wird über das kommuniziert, oder gehe ich den kulturellen Ansatz, dass ich als eine Art Spielregel definiere. Nach diesen Spielregeln spielen wir, es ist jeder mit der Geschwindigkeit, wie er diese neue Art der Kommunikation aufnimmt, darf sich da anpassen und das dann übernehmen. Am Ende vom Tag braucht es irgendwo einen Satz klare Regeln für formale Prozesse, die im Unternehmen einfach bestehen, die dort wirklich etabliert sind. Die soll man damit natürlich nicht umgehen und fallen lassen. Und Transparenz ist effektiv das eines der höchsten Dinge, die wir haben und leben, dass man zu jeder Zeitpunkt sagen kann, okay, das hier wurde gemacht. Risiken, Probleme werden sofort kommuniziert, geschaut, wie können wir sie lösen. In der Regel kommen die auch ziemlich zügig dann auf. Und ganz am Ende ist es so, dass man die Erwartungen managt. Wenn man einen riesen Berg von Daten hat, schaut, was können wir da für Lösungen machen, sollte man schauen, dass man regelmäßig dem Auftraggeber entgegenkommt und sagt, okay, das sind die Erkenntnisse, das erreichen wir, aber das erreichen wir nicht, obwohl wir das vielleicht zu Beginn besprochen haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eine hohe Kommunikationsrate zu haben und diese Transparenz auch wirklich zu leben. Und letztes Endes ist es eben genau dieses Closed Loop, dass man sicherstellt, wurde das verstanden und können wir da wirklich weitermachen. Warum? Was sind die Ergebnisse, die wir heute berichten können? Seit der Einführung, Punkt 1, Wirkungen sieht man ab dem ersten Projekt in der Regel positive, muss man dazu sagen. Was bedeutet das? Eskalationsmeetings in diesem klassischen Sinne, Problemfälle, Missverständnisse, die sind quasi eliminiert, weil man sich auf Tagesbasis unterhaltet, man ist sich dem bewusst und man kommuniziert die proaktiv. Also es ist in dem Sinne eine Bringschuld und das ist aber dann eine etablierte Sache. Und das nimmt natürlich auch viel Stress von allen einzelnen Mitgliedern im Team selber. Wie gesagt, Missverständnisse werden reduziert.
Die Meetings, und das ist ganz wichtig, werden reduziert. Man kennt diese klassischen Statements, ach, meine Inbox ist voll, ich habe schon wieder 170 E-Mails, hocke aber den ganzen Tag in Sitzungen und komme nicht dazu, die zu beantworten. Und irgendwo kommt man da nicht raus. Und wir haben damals den harten Cut gemacht, obgleich aber sich trotzdem dann die Interaktion erhöht hat. Und das ist eben wichtig. Stichwort Softwareentwickler. Wenn der jetzt bei uns klassisch, ich kenne es aus dem persönlichen Alltag, wenn ich da Montag bis Freitag anschaue und dann sehe ich schon mal, dass 20 von meinen 40 Wochenstunden im Meeting sind, da vergeht es mir gleich am Montagmorgen. Das ist dann dort ein bisschen entspannter, obgleich dann die Leute sich punktuell die Information holen und täglich das eigentlich ausgetauscht wird. Letzten Endes, durch das, dass wir agil arbeiten, der Durchsatz in sogenannten Storypoints hat sich um 14% erhöht. Das ist nicht signifikant. Wichtiger sind eher die Sachen oben, dass eigentlich diese Klarheit, IoT, Blackbox-Projekt, das Konzept ist weg. Das ist eines der Schlüsselsachen, sondern man geht es kontrolliert an, man geht bewusst Risiken ein und schafft die einfach so abzuarbeiten. Um nun zum Abschluss zu kommen, wäre es ein kleines Gedankenspiel oder physisches Spiel, kann ich nur empfehlen, habe ich selber auch gemacht. Komplexe Umgebungen, geht mir so bei meinen Kindern. Das heißt, da ändern sich die Ziele auf Minutenbasis und gerade wenn es mit der Partnerin ums Unterhalten geht, probieren Sie mal aus, zu Hause dieses Close-to-Loop-Spiel durchzuspielen. Das bedeutet, Sie sitzen im Auto, die Kinder hinten, Sie telefonieren gerade, es geht um die Einkaufsliste, Sie legen das Handy auf, weder haben Sie Ahnung, über wie viele Kreuzungen Sie gerade gefahren sind, noch was haben wir jetzt eigentlich gerade geredet. Probieren Sie das mal aktiv zum Durchspielen. Wäre ich jetzt imstande, die Frage, die mir gestellt worden ist, zu wiederholen und wirklich schauen, habe ich es verstanden? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.